So, jetzt dürfte es wieder gehen. Gut, Pokémon sind wieder fit. So. Naja, einfach mal ein Neustart. Kann ja auch mal vorkommen. Also, dann sind die Pokémon wieder fit. Wir können erstmal speichern. Jo, danke fürs BB. So, was hatte ich hier eigentlich vor? Genau. Ich hatte hier nur noch ganz schnell vor. Ah ja, eigentlich wollte ich zum Kampfbaum. Da können wir aber auch noch gucken. Halt einmal hier lang. Denn da hat man ja auch, glaube ich, noch... Warte, die müssen hier irgendwo sein. Hier. Oh! Eine weitere geheimnisvolle Lebensform. Ja, das ist doch mal formidabel. Ja, hier haben wir die beiden. Sehr schön. Ja, du da. Wir sind die VM-Girls. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, sind wir für ein Fotoshooting hier in Alola. Ist super lustig. Wir schießen die Bilder nämlich selbst, weißt du? Haben halt keinen Fotografen. Noch stehen wir bei keiner Agentur unter Vertrag, aber irgendwie muss man ja mal anfangen. Das wird unser großer Durchbruch. Du kommst jedenfalls genau richtig. Du willst uns doch sicher dabei helfen, unser Demo-Video aufzunehmen. Habe ich recht? Es wäre so dufte von dir. Dufte, okay. Das Ganze soll ein bisschen aussehen wie ein Multikampf, weißt du? Du kommst also als ein fieser, starker Trainer an, der uns in einen Kampf platt machen will. Wir dann so total ängstlich. Oh nein! Das wird ein Hit. Ja, echt klasse, wenn du diesen Multikampf mit uns durchziehen würdest. Bist du dabei? Ich bin dabei. Juhu, ich wusste gleich, dass du für den Spaß zu haben bist. Lass uns anfangen. Okay, Szene 1. Die VM-Girls, Panik am Strand und Action. Okay. Nun. Was soll man dazu sagen? Ja, jetzt hat das natürlich wieder neu angefangen zu zählen. Aber ja gut, kann man halt nichts machen. Oh, Wasser-Elektro? Gut, Lichan ist ja ein bisschen fehl am Platz. Das würde ich mal so sagen. Aber die Bass Level 45? Die müssten ja dann schon früher da gewesen sein, weil... Level 45? Das ist ja nun... Wieso ist das nicht effektiv? Eigentlich dachte ich, Pflanzenattacken sind auch sehr effektiv drauf. Ach so, ich habe Landtour noch nicht gesehen, deswegen... So, und Lichan, was kann der machen? Der kann einfach mal den Blutsauger anwenden, auch wenn es natürlich nicht sehr ratsam ist. Aber egal. Oh-oh. Gut, Surfer teilt sich aber auf. Deswegen ist die Stärke nicht mehr ganz so gut. So, aber Lanthorn, dich haben wir erstmal besiegt. So, du hattest deinen Spaß. So, Blutsauger. Ach ja, das kommt ja auch noch. Ja, gut, da kriegen wir erstmal einen ordentlichen Teil wieder an KP. Das ist schon mal sehr schön. Dann werde ich aber dich mit dem Tropenkick rausnehmen. Und warte mal, dich holen wir mal zurück. Auf Dragoran. Weil Dragoran hält das locker aus. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass Dragoran das gut aushält. So, mal wieder der Surfer, aber der wird ja wie gesagt geteilt. Hat zwar Stärke 95 oder so, aber ja gut. Bei Nicht-Effektivität und bei Splittung. Ja, gut. Kann es nicht viel anrichten. Ah, tschüss, Luminion. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Oh, Level 58. Ja, damit kann man leben. Und Minzi erreicht Level 56. Yay. Die Wellen gehen zurück. Ja, den Wasserfall hinauf. Achso, die Wellen gehen zurück bei Surfer und dem Wasserfall hinauf wegen Kaskade. Und Schnitt! Hammer, das wird so gut! Das sind voll geniale Aufnahmen. Danke, du bist echt die Beste. Hier, die sind für dich. Wir wollten uns doch erkenntlich zeigen. Viel Spaß damit. Ja, jetzt haben wir die TM 98, nämlich Kaskade.
Und die 1094 namens Surfer. Yay. Sehr schön. Wo wir herkommen, nennt man die Dinger VMs, ne? Klingelt schon bei dir? Ja, schon lange. Wir haben eben alle unsere versteckten Talente. Man mag uns das vielleicht nicht ansehen, aber wir sind die Hersteller der VMs. Ja, ganz im Ernst. In Kalos gelten wir deshalb sogar als sowas wie nationale Schätze. Oder waren es nationale Schätzchen? Ist ja auch egal. Leider verkaufen sich die Dinger quasi gar nicht. Und hier in Alola werden VMs erst gar nicht gebraucht, wie es scheint. Darum haben wir uns gedacht, verkaufen wir die hier doch einfach als TMs. Ich meinte, was soll mit uns als Gesichtern der dazugehörigen Kampagne noch schiefgehen? Ganz ehrlich, Surf und Kaskade sind super starke TMs. Du solltest mal versuchen, die wenigstens einem deiner Wasser-Pokémon beizubringen. Die haben es wirklich in sich. Denk mal... Achso, danke nochmal für deine Hilfe. Und hoffentlich bleibst du auch in Zukunft unser Fan. Die VM gerne zählen auf dich. Okay. So, dann werde ich jetzt aber Folgendes machen. Ich gucke mir nochmal die TMs an. Die werden wir erstmal schön sortieren nach Nummer, genau. Und dann werden wir erstmal ganz nach unten scrollen. So, Vertrauenssache, Zauberschein, Kaskade, Stärke 80, Genauigkeit 100. Hatte die schon immer Genauigkeit 100? Oh, das ist interessant. Warte mal. Ich will nur mal gucken, was hatten wir hier für Attacken? Wir hatten den Nassschweif. Der Nassschweif hat Stärke 90, Genauigkeit 90. Die Kaskade hat Stärke 80. Oh, das ist ja sogar stärker. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich dazu echt nichts gesagt. Und Surfer ist natürlich auch noch neu. Kann aber sonst keiner erlernen. Nee. Okay. Aber schon mal interessant, die zu haben. Gut. Dann heißt es jetzt, Pokémobil zu holen. Dann schauen wir uns nämlich noch schnell im Pokémon Center um. Dann werde ich nämlich das Spiel wirklich abspeichern und dann werde ich auch den Stream beenden danach. Wie gesagt, das sind jetzt schon wieder 9 Stunden insgesamt und ja. Da tut es irgendwann mal gut, ins Bett zu gehen. Morgen muss ich noch den Krankenschein überall hinschicken und naja, wie es halt so ist. War das der hier eigentlich? Eieiei, oh weh, oh wei. Na, wo du schon mal da bist, nutze ich doch die Gelegenheit und zeige dir mal was ganz Tolles. Ja, seine goldenen Eier. So, Urlauber Pepe fordert dich heraus. Und das ist mit... Das ist so geil, dass der einfach mal ein Shiny zeigt. Die goldenen Eier, die sind so genial. Aber weißt du was? Die können noch so golden sein. War ein relativ kurzes Vergnügen. Aber richtig cool eigentlich. Dass man einfach mal ein Shiny sieht. Das ist so cool. Du hast eine Goldader getroffen. Okay. Habe ich das? Achso, und jetzt bekommen wir ja noch Nuggets von ihm, oder? Ach nee. Ein schillerndes Owei. Sieh nur, wie hübsch golden es glänzt. Alle 6 Eier strahlen förmlich um die Wette. Ich würde dir ein Ei abtreten, aber das ist ein Owei, auch wenn es aus 6 Eiern besteht. Mein liebes schillerndes Owei kann ich dir zwar nicht überlassen, aber das hier tut's auch. Naja, ich hätte lieber das Owei gehabt, ganz ehrlich. Und nochmal ein Nugget. Warum gibt ihr uns nicht einfach 6 Mal ein Nugget? Das ist doch so umständlich, Leute. So, nochmal ein Nugget. Und immer noch ein Nugget. Und wieder ein Nugget. Ich habe übrigens gehört, dass Owei sich in Alola durch irgendeinen Stein entwickeln. Leider werden aus Nuggets nach demselben Prinzip nicht mal eben Riesen-Nuggets. Schade, ja, das stimmt. So, noch die Pokémon heilen. Das wollte ich nämlich nochmal am Ende zeigen mit dem goldenen Owei. Also mit dem Shiny Owei. Sieht so toll aus mit diesen vielen bunten Pokébällen dazwischen.
So, dann speichern wir hier das Spiel ab und dann werde ich jetzt den Stream beenden. Ich meine, ich habe jetzt so durchgestreamt, das ist ja auch schon wieder Hardcore. Ja, und dann können wir mal auf Pony weiter gucken, was es da noch Schönes gibt. Ja, dann auf jeden Fall danke für den tollen Stream wieder. Hat auf jeden Fall wieder richtig, richtig derb Laune gemacht. Und dann sehen wir uns irgendwann beim nächsten Stream wieder. Also, ja, was bleibt da noch zu sagen? Ja, vielen Dank, Konoha, für deine treuen Dienste auch als Moderator, dass du auch schön aufgepasst hast und manche, die sich nicht so verhalten haben, einfach mal schön getimeoutet oder gebannt hast. So, gut, dann können wir das also beenden. Und ja, ich sag dann also bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Ciao.